Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Spider-Front mit dem JB und dem, der aus einem anderen Universum kommt. Ja, hallo. Hi. Moon. Mein Name ist German Frecky und ich komme aus einem anderen Universum. Ja, weißt du, weil wir sind hier im Star Wars Universum, aber du kommst aus dem Star Trek Universum. Du schaust mit Phasern. Es gab eine Raumzeitanomalie, die uns hierher geführt hat, bedauerlicherweise. Bedauerlicherweise. Weißt du, und seitdem kämpfen wir für die gute Sache. Fürs Imperium, ey, was? Ja, das ist doch die Föderation hier, oder? Ja, so ähnlich. Man hat uns erzählt, das war die Föderation. So ungefähr wie die, wie nennt ihr die Terraner? Ja, ja. Aber es ist halt echt eine Schande, dass EA das Game nicht mehr updatet. Ja, das ist echt traurig. Weil es hätte noch so viel Potenzial. Aber nee, was macht EA? Wir müssen lieber drei andere Star Wars Spiele haben, von denen wir zwei nicht mehr updaten. Ha? EA, Logik. Wo bin ich da? Easy. Ich meine, warte mal, von wem ist Battlefront von, ich glaube, von Criterion, wenn ich mich nicht täusche. Oder irgendwie so ähnlich. Die haben ja Squadrons gemacht. Ja, okay, das erklärt dann einiges. Ah, du bist auch schon drin, immer, ne? Oh ja. Skins wäre auch geil für Klonkommandos, aber nein! Es gibt drei. Ja, stimmt. Das ein anderer oder ist das Matsch? Ja, das ist Matsch. Ich ja, bei mir habe ich. Nee, das ist Matsch. Dem ist ein Baum, schaut kacke aus. Ich bin in Hundekacke getreten. Ah. Ja, das Ding ist, man weiß nicht, ob die hier auf Belusche ätzend ist. Ja, da ist alles ätzend irgendwie. Ja. Alles so toxisch hier. Ich meine, ich frage mich ganz ehrlich, wie zur Hölle Menschen oder menschenähnliche Wesen auf diesem Planeten leben können? Also zumindest die, weißt du, die Klone und so weiter. Ach, die haben die, doch die ihr Filtersystem in ihren Helm drin. Ja, ich meine, aber die tragen nie so, also die menschlichen Jedi, die da auftauchen, tragen nie Filter. Ja, die machen so ein Force-Feld um ihren Mund. Ah ja. Und was ist mit den random Dudes, die hier hin und wieder landen? Ja, die haben Pech gehabt. Okay, passt. Naja, aber Felucia definitiv einer der Planeten, die ich nicht gerne besuchen würde. Zusammen mit Mustafa. Felucia ist so das Australien von Star Wars. Das alles, was auf dem Planeten ist, will dich umbringen. Ja. Wenn es noch brennen würde, wäre es perfekt. Aber wenn es noch brennen würde. Na, warte mal kurz. Na, warte mal kurz. Ich werfe da eine Granate rein in den Wald. Ja, da brauchst du. Da müssen einfach nur hier die Separatisten ihre Waffe einsetzen, da dieses. Ah, den aus Star Wars The Clone Wars. Ja, genau. Dieses Entlauber-Dings da. Was, die zweite Staffel? Keine Ahnung, aber ich weiß schon. Was der die Brandbombe da? Ja, der Entlauber. Staffel 1. Irgendwann Richtung Ende. Staffel 1. Staffel 1? Ja. Das war doch da bei dem, ich glaube die Folge ist Absturz oder so, das ist die Folge. Ja, da wo Anakin die eine Jedi-Typin da, Ahsoka, der eine Mann da, keine Ahnung. Die eine Jedi-Typin da. Ja, keine Ahnung wie die heißt. Ungefähr einer der bekanntesten Charaktere im Star Wars Universum, ja. die eine Jedi-Typin da. Die eine Jedi-Typin da. Nee, was? Ayla Secura? Oder wer war das? Ja, Ayla Secura war wunderbar. Ja, Ayla Secura war auch dabei, gell? Wow. Ja, sag ich noch, die eine Jedi-Typin da. Also ich dachte, das war auf Ahsoka bezogen. Nee, das war nicht auf Ahsoka bezogen. Ich hab ja Ahsoka. Okay. Ayla Secura ist unwichtig. Ja, eben. Ich denk mir schon, hä? Wieso ist auf einmal Ayla Secura so wichtig? Hä? Ich denk mir, what the fuck? Ja, weißt du nicht, Allah. Weißt du nicht, Allah? Die wurde im dritten Teil erschossen. Ja, die wurde nicht nur einmal erschossen, glaube ich. Boah, ne? Warte, ungefähr ja. So. Oh, wir haben sie schon irgendwie ins Herz, am Kopf getroffen. Ja, schießen wir noch 20 Mal nach, weil Baum. Ball ist geil.
Weil ist toll, ist ballern ist toll. Um hier mal Mass Effect zu zitieren, why shoot something once if you can shoot it 46 more times? Genau. Hier alles nach dem Motto fire everything. Ey, darf Maul. Darf Fresse. Darf auf die Fresse. Aber was ist denn das für ein Move gewesen? Der versucht von hinten zu flanken, hat nicht... Oh, scheiße, nein, 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 darf Maul. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Low health, nein. Alter, er verfolgt mich! Nee, er verfolgt mich nicht. Nein, er kämpft schon gegen mich. Hart. Er ist tot. Gut, gut, gut. Radikale Umstrukturierung initialisieren. Fuck. Haben wir genug Punkte? Nein, natürlich nicht. Doch, wir haben Punkte für den Klonenkommando. Das ist sogar fast schon besser. Ricky, halt dich am Leben. Oh ja, irgendwie. Ich muss in Deckung. Ja, das Problem hat sich irgendwie von selbst gelöst. Sagen wir mal so, es war sehr explosiv. Der Count hat sich gerade den Klapper gestellt, Angriff. Der Count ist da, ne? Der Count. Da ist er. Reflektiere das, Bitch. Ah ja, habt ihr gehört? Robert Downey Jr. will ja jetzt mit dem Sherlock Holmes Universum ungefähr dasselbe machen wie mit dem Marvel Universum, ne? Oha. Das bedeutet, erstens kriegen wir den dritten Teil für Sherlock Holmes, wo ich richtig Bock drauf habe, weil die beiden Filme sind echt genial, finde ich. Das bekommen wir gleich. Genau, und zweitens wissen wir, dass es noch mehr geben wird. Und das ist noch besser. Wo ich könnte mich hier Sherlock Holmes mit Jude Law und Robert Downey Jr. auch als Serie vorstellen, ganz ehrlich. Das heißt, wenn sie dasselbe machen wollen wie mit Marvel-Universum, das heißt, im fünften Teil kommt Thanos und snappt alle weg. Oder? Genau, nee, im vierten genau. Teil. Deshalb haben wir so Thanos legit da. So, Tony Stark, ich bin unvermeidbar. Und das wäre voll geil. Ich bin Iron Man. Ja, er ist auf einmal so mitten im Sherlock Holmes. Und da kommt so einfach mal die Rüstung her. Aber mit Back in Black. Dann. Da-da-dann. Ja, genau. Wollen wir zu Punkt A oder zu Punkt und dann, B? Und dann sieht man hier BBC Sherlock, gespielt von Bundesliga-Fußballmatch und der dann so den Finger nach oben zeigt. Ah, Mr. Strange sind auch da. Ja, das wäre auch nice. Wobei, man könnte mal wirklich so ein legites Crossover zwischen dem BBC Sherlock und dem Robert Downey Jr. Sherlock machen. Ja. Das wäre echt nice. So ein Sherlock-Versum. Ja, man merkt, Felucia ist schon ein bisschen her da drauf. Ja, ja, es ist nicht so schnell zum Beenden unserer vorherigen Kämpfer. Ach, kann R1RY da hinten nicht mal sterben? Danke. Aber es ballert nicht an. Alter, der ist immer noch nicht tot. Nee, so ein anderer. Opa. Tot. Wow, 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 wow. Schön, pass auf mich. R1NF. Sehr, sehr asozial. FN2187. Selbstzerstörung eingeleitet. Traitor! Wer hat mir. Ah, oh, CT2005, du hast mir den Kill geklaut. Ja, wenn man wegen der KI einfach ausrastet. Kann es sein, dass wir gerade bis hier als Klonkommando wir den Jedis gerade easy die Kills klauen? Also ja. Finde ich super.
Tja, wir sind besser als die Jedi. Ja, ja. Oh, Jared Grievous ist da. Wo ist Obi-Wan? Hallo, Sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Was soll ich sagen, genau? Beim Sherlock Versum kommt ja dann noch ein Schauspieler dazu, ne? Und zwar Henry Cavill. Wieso Henry Cavill? Der spielt auch Sherlock Holmes. Ja. Warte mal, was? Ja, in dem neuen Netflix-Film Enola Holmes, da spielt er Sherlock Holmes. Ja. Oh nein. Das ist nicht schlecht, das ist auch gut. Vor allem dann kommt hier so Sherlock Holmes alias Geralt von Riva. Es fehlt nur noch der Bade. Der Bade, Rittersporn. Beziehungsweise ja. im Englischen heißt der Jeskier. Aber der fehlt noch, ne? Also, das wäre perfekt, wenn der einfach da wäre. EA-Server, Leute. Wir haben jetzt Meister Yoda in unseren Reihen. EA-Server mal wieder am Start. Oh, Panzer! Ah, ein Tiger. Bei mir leckt's gerade ein bisschen so. Panzer ist tot. Alter, ich mag's an diesem Teil. Hier kannst du einfach nur reinballern bis zum geht nicht mehr und du triffst trotzdem irgendwie. LOL! Hier sind gerade 10 Klone gestorben oder so. Das ist hier Best Pond. So, Klonkommando, Vorstoß. Ja, easy. Radikale Umstrukturierung initialisieren. Oh, Dr. Axel Bosk ist auch tot. Hat eigentlich ganz gut funktioniert. War ziemlich episch. Nein. Solange sie uns nicht umzingeln. Was schon passiert ist. Ja, das ist halt echt so. Ja, so viel zum Thema. Wir sind hier richtig krass, was das ist. Fuck, ich bin tot. Warum ist niemand da, um den Rücken zu decken, hä? Das erwartet sich natürlich auch keiner. Kein Mensch tut das. Oh, das sehe ich jetzt auch als Klonkommando. Jetzt muss nur unser Letzter in unserem Team auch als Klonkommando spielen. Oh, Bosk ist wieder da. Nicht Dr. Axel Bosk. Oh, hinter uns ein Panzer. Oh fuck, und General Grievous, das ist noch schlimmer. Der ist lieber. Hinter uns ein Panzer, ja. Hello there. Hello there. Moin. Ich find's lustig, wie einfach in der italienischen Fassung hier Obi-Wan Kenobi einfach sagt, Salva tutti, und das klingt einfach so lächerlich. Salva tutti. Okay, er ist tot. Sebi, du hast mich übrigens gerettet, ne? Meine Waffe musste Cooldown machen. Ich stand direkt vor ihm. Und dann ist Sebi gestorben, Ende. Ja. Ja, genau. Hier Q715. Oh nein, da ist Dr. Axel Bosk. Er will Upload-Filter ein. Er will jetzt Upload-Filter ein. Er ist tot. Es war nicht effektiv. Ja, das Ding ist halt, sie wollen ja eine KI verwenden, um die Upload-Bilder durchzusetzen. Ja. Dann machen wir einfach eine KI, die die KI bekämpft. Das ist gar nicht. Das sieht uns am Ende einfach zu alt schon. Wir wollten nur das Internet retten. Alles klar. Ja, genau. Du fängst gerade so an, hier an der KI gegen die Upload-Filter zu programmieren. Auf einmal steht Arnold Schwarzenegger hinter dir. Hör auf. Ganz dumme Idee. Ah, ja, hat der gerade ernsthaft geglaubt, wir verlieren diese Schlacht? Ja, wir werden schon wieder zurückgedrängt, ja. Ja, okay, dann müssen wir jetzt durchpushen. Ich brauche Deckung, beziehungsweise ich brauche Unterdrückungsfeuer hier, okay, Leute? Hello there! Ich sehe schon, das war ein Fehler. Aber trotzdem. Holy fuck, Alter. So, wir haben's. Oh, da Fresse. Holy fuck, das war hot. Die Handelsroute kann wieder geöffnet werden. Oh, ja, du. Ja.
Sollen wir casual unterhalten? Ja, ja, die Schlacht ist irgendwo noch im Gange. Ist, ja, und wie war dein Mittagessen? Ja, ganz gut. Woo! Ich hätte echt nicht zu Obi-Wan wechseln sollen. Dann wären wir wenigstens hier drei Kommando. Das wäre auch cool. Kommandos. Ich meine, gut, auf den einen Typen können wir uns eh nicht verlassen. Aber hey. Das wäre auch cool, wenn sie so einen Modus gebracht hätten, Infiltration oder so. Wo du dann quasi als entweder vier Kommandodroiden spielst oder vier Klonkommandos. Und dann hast du quasi so eine Basis, die du infiltrieren musst. Mit verschiedenen Objectives und sowas. Das wäre so geil gewesen. Und dein Einsatzleiter ist zufälligerweise hier Ethan Hunt. Was, Ethan Hunt? Ja, ja, der ist so zufälligerweise der Typ, der die Einsatzbesprechungen durchführt. Und im Hintergrund hast du auch Mission Impossible Musik laufen. Dum, 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 Datumir! Datumir und hier sind wir. Wieder. Ja. Obwohl doch, die Map kommt mir bekannt vor. Jetzt die haben wir schon mal gespielt. Ja, die haben wir schon mal gespielt. Es war nur ein bisschen überraschend, weil die Map kriegt man so gut nie, also. Oh, man darf ja nicht in die Flüssigkeit. Oh nee! Ja. Aber was ist denn hier los? Ja, leck mich am Arsch. Da kommen sie alle angerannt. Die Lemminge. Oh, 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 oh. Bestie. Ich werde B gerade eingenommen. Oh, fuck mal rein. Ja, da sind irgendwie ganz schön viele. Oh je. Das da sind oben. Echt einige. Das Problem hier ist, kann man einfach nicht mit Klonkommandos durchrushen. Das wäre nämlich cool, wenn es Imperial-Kommandos gibt. Ja. Ich meine, theoretisch gibt es die Shadow Trooper, aber die sind scheiße. Death Trooper, ne, die sind auch cool. Death Trooper, genau. Wobei, ich muss sagen, ich bevorzuge von diesen neuen Special Trooper eher die Sith Trooper. Weder wegen der Waffe, die sie haben, ne? Die ist richtig overpowered. Und der Sound. Ich finde Death Trooper immer noch cooler. Die ISB Agentin? Ist unnötig. Das ist einfach nur genauso wie Kallus komplett unfähig. Ja, das Ding ist, Kallus hatte wenigstens noch. Keine Ahnung. Ich find's geil, wenn man wirklich so als ISB-Agent legit diese Nahkampfwaffe noch hätte. Aber nö! Du meinst den Stab? Der Stab, ja. Genau. Ja, gut, aber den hatte halt nur er, weil. Er hat die Hauptgarde da hingebracht. Ja, genau. Aber trotzdem, es wäre doch richtig nice, wenn es den da als Held, ja, wo er als Held den hat, ja, es gäbe so viele coole Helden, Ahsoka zum Beispiel. Ja, Ahsoka mit ihrem Doppel-Lichtschwert, easy. Wie wär's mit Klonkommandern? Captain Fox, Captain Rex, Captain Wolf, Commander Cody. Aber nein, ich hätte dann doch lieber. Nein! Fives wäre auch noch was. Oh, Fives! Ja. Holy shit, Fives! Die ganzen Ark-Soldaten. Ich meine, die Ark-Trooper gibt's eh, aber. Die sind halt nicht special. Das Delta Squad. Wie wär's damit? Oh, jetzt kommen sie dahin. Ah, alles klar. Ja, das Delta Squad, das Ganze hier noch. Nein! Plo Koon wäre auch nice. Ja. Plo Koon, Aayla Secura, Kia Adimundi, Mace Windu. Oh, Mace Windu, also. Hier, Badass hoch 20.000, ne? Ich bin alles Sieb! Asajj Ventress. Ja, ja. Wir müssen uns zurückziehen. Ich folge mal dem Sieb. Falsch, ich hätte dem Sieb ja nicht folgen sollen, weil ich keine Ahnung muss. Ja, ich bin gerade wieder gespawnt, sorry. Also. Ja. So, ich verstecke mich jetzt genau hier. Wird sich keiner finden. Ich versuche die Konsole zu bedienen. So bedient man doch die Konsole, oder? Ja, genau so. Nee, aber hier schau ich würde gern da mich verstecken. Da wo dieser Gong-Druide normalerweise steht. Ja. Das wäre echt nice. Oh Gott! Wookie! Oh Gott, da hat der Terminal Imploder geworfen. Das Ding ist halt, wenn man die Wookies sieht, ist einfach jeder Wookie für einen Chewbacca.
ist halt das Ding. Ja. Oh, Chewbacca, nee, Random Wookie Nummer 15. Hier, Tarful wäre auch ganz cool, der hier Häuptling der Wookies. Ja. Es wäre aber auch nice, wenn man mehr Helden hätte bei den Luftkämpfen. Oh ja. Und nicht Leute wie Telly Lindra, die absolut nicht. Telly Lindra, so heißt die. Ja, siehst du, ich kenne den Namen von der nicht mal. So fucking useless ist die. Wen gäb's denn eigentlich noch? Es wäre auch cool, wenn man so ein paar. Ja, das hat echt so wenig noch. So, das Problem hier ist gelöst. Fein, der fasst dich ja wie möglich. Oh, wie schockierend! Hahaha! Da hast du genau denselben Witz gebracht wie der Schauspieler von Palpatine. Glückwunsch! Tja, wusste ich nicht einmal. Ja, er auch nicht. Oh nee. Nein, bitte nicht. Ja, er hat den Witz unbewusst gemacht. Und dann haben die Leute angefangen zu lachen. Also, hä, hab ich was Falsches gesagt? Also, shockingly. Oh, Maya. Warum bist du rot? Ja, weil die hier. Hast du Solo nicht gesehen? Doch, aber verdrängt. Ja, verstehe ich auch. Das ist halt so ein Film, den du gar nicht gebraucht hast, aber ey. Jetzt soll wie sich. Was macht denn der Wookie da? Sterben. Haut's auf den Boden. Wir sind tot. Okay, oder auch nicht. Die haben Thermal Imploder echt genervt. Black. Ja, plus ich muss nur Rechtsklick drücken und ich lebe. Easy. Palpatine lacht ununterbrochen, das fällt mir gerade auf. Ach komm, Alter. Ein richtiger Lachflash hier. Ah, so knapp daneben. Ah, Mann. Ich glaube, sie braucht Hilfe, oder? Ja, sie. Ja, da. Dunkle Aura! Oh je. Irgendwas hat mich gerade umgerannt. Das war bestimmt Han. War ein Schimpanse, ein E-Bot. Ich bin tot. So, kann ich den einzig Wahn spielen? Ja. Oh, Scheiße! Ja, ich hab Han Solo erschossen. Geil. Gut. Jetzt kann er nicht mehr sagen, er hat zuerst geschossen. Ihr kennt die Macht der dunklen Seite nicht. Okay, das sind genug, dann geh ich zu B. Wen spielst du nur? Tada, da, da, da. Ah, du spielst Darth Vader. Darth Vader. Ich mach jetzt hier die Rogue One Sinne nach. Da ich habe hin und warte. Und dann. Ja, kommt doch rein, hier ist niemand. Ihr könnt hier reinkommen, ohne zu sterben. Seid nicht besorgt. Hier ist absolut niemand, der euch gefährden könnte. Außer Palpatine. Ups. Sebi, du kennst ja, wenn Leute mit der Axt neben der Tür so stehen. Ja. Ich versuche gerade so ein bisschen was anzulocken, weißt du. Hey, kommt doch her jetzt. Ah. Hier ist niemand, absolut niemand. Also ich muss sagen, die Gegner enttäuschen mich gerade etwas. Ja, die rennen irgendwie alle auf, alle gerade da drüben, ha? Ja, da rennen sie ihren. Oh, da kommt XY oder so. Oh fuck! Ich mach gerade die Rogue One Szene nach. Und zisch. Ja, das sehe ich dann spätestens im Video, wenn es rauskommt, so in einem Jahr. Ja. In einem Jahr. In einem Jahr, ich bin nicht Alex. Ja, voll schön. Oh je, da kommen einige. Oh je, das war knapp. Wann kommt übrigens das 2020 Special? Du meinst Best of? Ja. Ja, wahrscheinlich so am. Februar? Ja, nice. Je nachdem, wie gut ich durchkomme. Oh, man merkt im März. Oh, das war ein nicer Push so am Ende. Schön auf die Fresse. Man muss sagen, wir gewinnen heute nur. Das ist gut.
Na, ist echt gut. Viel Videomaterial für dich. Und, ah, oh, wunderbar. Ja, die komplette Rogue One Nachstellungsszene sehe ich dann in dem Video. Freue mich drauf. Gut, aber wir haben wieder zwei gewonnen. Das war's mit der Folge. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut auch gerne bei German Trek vorbei, falls ihr auf Star Trek Content steht. Und geile Animation. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.